Hallo, hallo, willkommen zu einem neuen Video. So, auf ein neues, neuer Versuch. Okay, doch nicht. Willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch wieder eine Runde mit. Es steht was Wichtiges an. Was macht denn der Max da? Der crasht die ganze Zeit mein Video. Also, heute geht's zum Kinderarzt. Und zwar hatte Liam die U3. Ich bin total gespannt, wie er das mitmacht. Und ja, ich nehme euch wieder mit. Max? Was macht der? Max? Ja. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, nix, du crasht die ganze Zeit mein Video. Der hat die Kamera hinter mir. Ja, super. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ich bin so ein bisschen raus gerade. Und ja, genau. Los geht's. Wo gehst du hin, Max? Liebe. Bella. Das dritte Mal musste ich landen. Der Max. Haushalt ist soweit auch erledigt. Wäsche habe ich jetzt hierhin. Da hatten mich auch ganz, ganz viele gefragt. Es ist tatsächlich so, dass ich die Wäsche vom Liam separat wasche. Und da hinten, habt ihr das vielleicht schon entdeckt? Ja, unsere Kaffeemaschine wurde schon wieder abgeholt. Jetzt schon zum dritten Mal zur Reparatur. Total nervig. Richtig ärgerlich. Ich habe schon überlegt, eine neue zu kaufen. Aber die ist jetzt auch noch nicht so alt. Ja, total blöd und die Reparatur ist richtig, richtig teuer. Also, Neff, ich bin sauer. Ja, Neff wird niemals dieses Video sehen. Schade, schade Schokolade. So, also ich mache jetzt den kleinen Mann fertig und dann geht es zum Kinderarzt, wie gesagt. Ich bin schon total gespannt. Du hängst da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Okay, let's go. Der kleine Mann ist satt und ich habe Hunger, mal wieder. Ich koche dann aber später und nehme euch wieder mit in die Küche. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, damit wir nicht zu spät kommen, ne? Zum Kinderarzt und schimpfen die mit uns. So, fertig beim Arzt. Der kleine Mann, der hat nur geweint, die ganze Zeit in einer Tour. Hat voll den guten Eindruck hinterlassen beim Kinderarzt. Nicht? Also... Die Hüfte wurde kontrolliert, also ein Ultraschall wurde gemacht, der wurde nochmal gewogen und gemessen. Und ich bin leicht außer Atem, weil ich gerade im Kinderwagen die Treppen da hochgehievt habe. Moment, kurze Pause. Ja, also es ist alles gut soweit beim Kinderarzt, bis auf das, dass er halt keinen Bock hatte. Und jetzt geht's nach Hause. Ich gehe aber erst noch eine kurze Runde mit ihm spazieren. Vielleicht gefällt ihm das ja etwas besser. Und dann warten auch schon die anderen auf mich, weil die ja Hunger haben. Ne, die kommen von der Schule und dann koche ich gemeinsam mit euch. Boah, ich habe eiskalte Finger, es ist so kalt. Die Sonne scheint zwar, aber es ist schon eisig. Ich brauche so einen Handwärmer. Muss ich mir noch kaufen. Mich hatten auch ganz viele gefragt, was für einen Kinderwagen ich habe und ob ich darüber mal ein Video machen könnte, beziehungsweise ja, ein bisschen was erzählen könnte. Mache ich natürlich. Sind wieder zu Hause. Der kleine Mann, der wiegt jetzt übrigens schon 4360 Gramm. Und ist 57 cm groß. Und mit der Hüfte ist auch alles in Ordnung, hatte ich euch, glaube ich, schon gesagt. Ich hatte jetzt noch wegen der Vitamin D-Geschichte gefragt, also wegen den Tabletten. Und zwar wurde mir da auf Instagram geschrieben, dass Kinder, also dass manche Kinder dadurch Blähungen bekommen und Bauchschmerzen. Ich habe das jetzt mit dem Arzt nochmal abgeklärt. Also der Arzt hat jetzt zu mir gesagt, dass es nicht so ist und dass es sehr wichtig ist, dass er die Vitamin-D-Tabletten eben bekommt und ich vertraue ihm jetzt da einfach. Na, ich denke, da muss halt jeder für sich selbst entscheiden, wie er es handhabt und was er glaubt. Ja, und ich gebe es ihm definitiv weiter. Er quält sich halt manchmal so ein bisschen, man weiß aber auch nie, ob das wirklich Bauchschmerzen sind, hat der Arzt gesagt. Ich meine, das ist ein Neugeborenes, die kommen hier auf diese Welt und das ist halt alles sehr ungewohnt, klar. Und die brauchen auch erstmal ihren Rhythmus, das braucht alles eben seine Zeit und die geben wir natürlich dem kleinen Schatz. Und die Vitamin-D-Tabletten, die sind eben nun mal sehr wichtig. Genau, so handhaben wir das. Jo, und jetzt gehen wir gemeinsam in die Küche und kochen. Ja, so machen wir es. Ach, seht ihr, das habe ich auch hier vergessen. Wollte ich den Arzt nämlich noch fragen, wie er das findet, das Thermometer. Das werde ich testen und dann werde ich euch auch darüber berichten. Ich muss es dann halt das nächste Mal mitnehmen, ne? Memo an mich selbst. Bin total vergesslich geworden. So, das hat dir keinen Spaß gemacht, ne, beim Doktor. Jetzt bist du wieder lieb, ne? So, die Nudeln sind
fast fertig. Parmesan muss ich noch reiben. Und hier ist noch ein Topf, den habe ich auch noch gemacht. Ich mache noch einen Brokkolisalat dazu. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Es duftet so köstlich. Ich habe so Hunger. Wahnsinn. Das war jetzt lecker. Ich bin total satt. Und jetzt gehe ich mal runter zum Lissandro. Den Kindern hat es auch geschmeckt. Der Lissandro macht jetzt Hausaufgaben. Ich wollte jetzt noch kurz was fragen. Schauen wir mal. Der ist in seinem Zimmer. Da ist er, der Lissandro. Der übt gerade für eine Französisch-Schulaufgabe. Die Schreiben sind nämlich morgen. Und draußen das Wetter, oh Mann, das ist schon wieder so düster, obwohl es erst 3 Uhr ist. Ich setze mich mal kurz hier hin. Das war so anstrengend heute beim Kinderarzt mit dem kleinen Knutterhannes. Das sagt man bei uns so, ne? Also das ist so ein Begriff, der nicht böse gemeint ist. Ja, und Alessandro, der übt gerade mit einem richtig coolen Programm, das wir auch testen dürfen. Und deshalb wollte ich euch noch ganz kurz davon erzählen, weil wir es jetzt schon eine ganze Weile haben. Und zwar ist es so, dass sich das Ganze Sofa-Tutor nennt. Und ihr habt die Möglichkeit, 14 Fächer quasi durchzugehen. Also für 14 Fächer Mathe, Französisch, Physik, Chemie und so weiter. Gibt es eben die Möglichkeit zu üben. Das heißt, ihr habt zu jedem Fach Videos, also Lernvideos. Bonjour, ich bin Manu und ich bin Paul. Wir wollen heute mit dir zwei sehr wichtige Verben kennenlernen. Être und avoir. Sie werden im Französischen sehr häufig verwendet und sind auch sogenannte Hilfsverben, mit denen man andere Zeiten bilden kann. Ihr könnt euch Arbeitsblätter ausdrucken für Schulaufgaben, für Hausaufgaben und für Abschlussprüfungen zum Beispiel. Und das mit den Arbeitsblättern, dass man die ausdrucken kann, das finde ich halt total gut persönlich, weil es natürlich zwischendurch immer mal Leerlauf gibt, wenn der Alessandro mit mir zum Beispiel irgendwo hinfährt und wir warten müssen, dann hat er eben das Arbeitsblatt dabei gehabt. Also so ist es auch schon vorgekommen und da hat er sich dann eben auf eine Probe vorbereitet. Und es ist so, dass es da sogar einen Chat gibt, also einen Hilfe-Chat. Haben wir jetzt noch nicht benötigt, aber dort hättet ihr auch nochmal die Möglichkeit nachzufragen, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt. Aber das ist eigentlich gar nicht notwendig, weil die Seite so cool aufgebaut ist, sodass man alles versteht und es wirklich auch Spaß macht zu lernen. Das ist auch nochmal so ein Vorteil, finde ich, weil die Kinder einfach auch durch die Videos die Möglichkeit haben, das ja zu verstehen und dass das Ganze nicht so trocken ist. Ne? Also die haben Spaß am Lernen und sitzen nicht da und sagen, boah, jetzt muss ich für die Schulaufgabe lernen, sondern holen das raus. Also, sondern die machen den Laptop an oder den Computer. Jetzt fahren die Jalousien hoch. Scheinbar stürmt es. Wie passend, ne? Es macht halt einfach total viel Spaß. Und das finde ich ist auch nochmal ein Vorteil, dass die Kinder einfach auch Spaß dran haben. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon gesagt, aber die Jalousie hat mich jetzt ein bisschen durcheinander gebracht. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt hochfährt. Ja, scheinbar stürmt's. Genau, ja. Damit die nicht kaputt gehen, fahren die jetzt hoch. Automatisch. Ja, der Vorteil, dass ich jetzt total überbelichtet bin, ne? Also, es gibt zwei verschiedene Pakete und zwar ein Basispaket und ein Premium-Paket. Ich habe einen richtig, richtig krassen Rabattcode für euch ergattern können und zwar über 50%, also 50%, hallo! Das ist richtig, richtig krass. Ich setze euch den Link mal unten in die Infobox. Ihr könnt das Ganze auch kostenlos erstmal 30 Tage quasi testen, also ab Anmeldetag, 30 Tage. Da habt ihr dann eben auch die Möglichkeit, mal zu schauen, ob das was für euch ist, für eure Kinder. Mir erleichtert das Ganze halt den Alltag. Ich muss es zugeben, das ist so ein Stück weit Luxus, denn ich muss so nicht die ganze Zeit drüber gucken, wenn er irgendwelche Fragen hat. Außerdem gibt es auch viele Fächer, da bist du auch irgendwann einfach mal raus, ne? Also die nehmen dann irgendwelches Zeug durch und du denkst dir nur so, okay, habe ich zwar mal gehört, aber keine Ahnung, Kind, ne? Schau lieber mal bei Sofa-Tutor eben vorbei. Und so handhaben wir das jetzt eben schon seit einigen Wochen. Und das wollte ich euch mal berichten. Wie gesagt, schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es kommt wirklich von Herzen, weil wir es auch wirklich verwenden und weil wir es richtig klasse finden. Also, der Lissandro, der übt jetzt noch ein bisschen für Französisch.
Ich habe, glaube ich, noch vergessen dazu zu sagen, dass es bei Sofa-Tutor so ist, dass es ab der 1. bis zur 13. Klasse quasi geeignet ist. Also es gibt über 14.000 Videos. Richtig krass. Also ich finde es echt genial. Sofa-Tutor. Mega. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Schaut da auf jeden Fall mal, wie gesagt, vorbei. Ich bereite jetzt noch ein Paketchen vor für meine Schwester. Die war ja da, leider nur 4 Tage. Ihr habt es mitbekommen. Also fast 5. Am 5. Tag ist sie wieder geflogen und es war so, dass sie nur Handgepäck hatte. Ich habe natürlich auch Weihnachtsgeschenke für sie gehabt und die hat sie jetzt so nicht mitgenommen, weil es eben nicht in den Koffer gepasst hat. Das mache ich jetzt soweit zurecht. Sie lebt ja in London, allerdings ist sie zurzeit noch ein paar Tage bei meinen Eltern. Ihr habt es ja auch erfahren, dass es meinem Papa leider nicht so gut geht. Und ja, sie unterstützt da jetzt so ein bisschen meine Mama. Und ich mache jetzt ein großes Paket zurecht, damit sie dann, wenn sie wieder in London ist, was Schönes zum Auspacken hat. Das machen wir jetzt gemeinsam. Und dann räume ich die Küche auf. Die sieht nämlich noch ziemlich verwüstet aus. Aber ich war dann erstmal im Fresskoma nach dem Essen. Wer kennt's? Ich. Nach dem Essen echt schlimm. Deshalb räume ich immer während dem Kochen schon auf. Aber klar, wenn die Jungs dann alle hier verteilt essen, das ist nämlich auch der Nachteil bei uns, weil jeder zu einer anderen Uhrzeit nach Hause kommt von der Schule. Ja, richtig blöd. Aber gut, das mache ich dann auch noch. Und ja, jetzt hole ich aber erstmal das Paket für die Steffi. Der erschrickt, wenn er dich so sieht. Was? Bella, der Max, was macht der? Max, mach mal komisches Gesicht. Reicht schon, reicht schon, reicht. Gemein. Also ich habe den Karton mal hergeholt. Wir haben alles einfach nur rein, als sie da war. Sie hat sich ein paar Klamotten ausgesucht. Und das waren ja, ihre Geschenke, also ein Teil ihrer Geschenke. Wartet mal, ich lege das mal eben hier ab. Und ihr habt es schon gesehen, ne? Mein Finger. Ich ja, habe mich selbst verarztet. Nachts um 4. War nicht so lustig. Und der steht auch noch da. Ja, ich habe es euch auch schon auf Instagram gesagt. Ich kann ihn einfach nicht wegräumen. Und vergesse aber auch immer, die Kerzen anzumachen abends, obwohl ich es mir vorgenommen habe. Aber der muss wirklich mal weg. Also gut, dann zeige ich euch mal, was ich der Steffi geschenkt habe. Abgesehen von den Klamotten, die sie sich ausgesucht hat. Wartet. Also der Pulli hier, der ist ganz neu. Den hat sie bekommen. Die Pullis hier, die hatte ich noch im Schrank, die hat sie sich ausgesucht. In London ist es ja sehr kalt und deshalb hat sie sowas noch gebraucht. Deshalb darf sie die mitnehmen. Die Bluse hier, die habe ich nur 2-mal getragen, die ist von Zara, aber die ist halt sehr unpraktisch dann jetzt, ne, fürs Stillen. Und deshalb hat sie sich die auch noch aussuchen dürfen. Hier ist noch eine Bluse und das sind noch Weihnachtsgeschenke, die jetzt eben neu sind, die ich ausgesucht habe bei Desenio. Ich fand das hier total passend für uns als Schwestern. Ja, und dann liebt sie eben Heißluftballons. Also sie liebt ja das Fliegen sowieso, ne? Sie arbeitet ja auch am Flughafen. Ich habe die totale Flugangst und sie schläft sogar im Flieger. Es ist unglaublich. Jedenfalls lebt sie in England in einem Ort, da fliegen die immer regelmäßig. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Ort heißt. Also sie schickt mir auf jeden Fall immer ganz tolle Bilder und ist da wirklich Feuer und Flamme. Und deshalb fand ich das sehr, sehr passend. Ich habe unten in Lissandros Kinderzimmer noch ein paar Bilder, die kann ich euch auch noch zeigen. Die sind von Desenio. Wir gehen dann gleich gemeinsam runter. Ich zeige euch, was noch ins Paket kommt. Und dann muss ich das auch wirklich zur Post bringen, damit es dann eben auch rechtzeitig die Steffi erreicht. Was machst du? Max, der erschrickt sonst, wenn er dich sieht. Ach so. Wohin nimmst du mit? Gehen wir kurz mal hier rüber. Hier ist nämlich auch noch was. Das bekommt auch die Steffi. Und zwar hatte ich euch davon auch auf Instagram erzählt. Wie gesagt, der Koffer, der war einfach zu klein. Aber sie hat sich sehr über die Geschenke gefreut. Sie hat es auch am liebsten mitgenommen, aber es ging eben nicht. Wartet mal, ich hole es mal eben raus. Und zwar gab es kurz vor Weihnachten eben eine richtig coole Aktion bei Daniel Wellington. Steht total auf Silber, deshalb hat sie diese Uhr bekommen. Und diesen wunderschönen Armreif hier. An Valentinstag habe ich schon gesehen, gibt es auch wieder eine richtig, richtig coole Aktion. Da schaue ich mal, dass ich meinem Mann was aussuche. Und weil ich das jetzt hier gerade sehe, das gab es noch beim Kinderarzt. Wartet, da liegt auch noch was. Das muss ich mir dann natürlich durchlesen. Und das fand ich total goldig. Schaut mal bitte. Da haben sie sich was richtig Schönes einfallen lassen. Und zwar ist das ein Spucktuch. Das kommt jetzt direkt in die Wäsche. Da habe ich mich sehr gefreut, als der Arzt mir das gegeben hat. Ja, habe ich jetzt nur hier gerade gesehen. Deshalb habe ich es euch gezeigt. Also ich
pack das jetzt alles mal hier rein. Ich werde es jetzt nicht nochmal verpacken. Sie hat es ja schon alles gesehen. Wie gesagt, sie hat sich auch sehr gefreut. Und dann kommt es zur Post. Ich bin mal gespannt, was das kostet nach London. Ich denke, ich werde diesmal nicht Hermes nehmen, sondern die Post, die Deutsche Post. Mal schauen, ob das besser klappt. Ja, da hatten wir ja relativ viel Ärger, ne, mit Hermes, falls ihr euch erinnert. Aber gut, egal, wir sehen das Ganze positiv. Ich mache das jetzt fertig, denn es wird mal wieder dunkel. Ne? Ich muss mich jetzt auch ein bisschen beeilen. So, jetzt hat es mal wieder geklingelt. Paket ist fertig. Wer ist es? Ach, der Luki ist es. Warum gehen die Lichter hier nicht an? Ah, jetzt. Nee, du kommst hier nicht rein. Ich dachte, es wäre der Luki. Hast du was vergessen? Der ist wie die Mama. Ich vergesse auch ständig was. Max hat seine Brille vergessen. Ohne Brille darf er nicht Auto fahren. Tschüss, Max! Also das sind die Bilder in Lissandros Zimmer. Wir suchen allerdings noch den geeigneten Platz dafür hier an der Wand. Wir haben aber noch ein Regal gekauft und deshalb haben wir sie noch nicht angeordnet. Ich finde die total süß hier. I love you to the moon and back. Die haben eine wirklich richtig große Auswahl. Ich habe dazu auch den Rabattcode für euch und zwar nennt er sich RosellaMir25. Alle Infos dazu nochmal unten in der Infobox. Der gilt leider nur ab heute bis Montag, was ja zeitlich halt begrenzt ist. Also falls euch da irgendwas gefällt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Der gilt auch nur auf Bilder. Also wie gesagt, alle Infos dazu nochmal unten in der Infobox. Und ich stehe total auf Giraffen. Werdet ihr dann auch bald noch sehen, was ich damit meine. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal von euch. Ich fahre das Paketchen jetzt hier zur Post für meine Schwester. Und der kleine Mann meldet sich jetzt auch. Der möchte jetzt was trinken. Und dann würde ich sagen, ja, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Na, was ist denn los? Was ist denn los? Hä? Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.